hallo, wir sind die Dschungelhelden. Wenn ihr ein Problem habt, zieht an diesen Griff. Dann kommt ein Signal und wir sind im Handumdrehen zur Stelle. Das Ding. Diese schrecklichen Blutsauger machen es unmöglich, ein Nickerchen zu halten. Böse Mücke, du stichst. Harry, Harry, hau dich. Der Sturm letzte Nacht hat diese ganzen Mücken hergebracht. Sie sind so gefräßig. Was sollen wir tun? Die Situation erfordert besondere Spezialisten. Und da sind sie auch schon. Die Zweiflüglerjäger. Kein Insekt ist zu schnell. Ich wollte mich gerade stechen. Du warst großartig, Bob. Bob? Na, ist alles in Ordnung? Na, ich hab mich gerade verschluckt. Weg, es geht mir wieder besser. Danke, dass ihr diese Mücken losgeworden seid, Jungs. Sogar ich war genervt. Es war uns ein Vergnügen. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Was ist los? Schlägst du jedem die Tür vor der Nase zu, der kommt, um dich um Hilfe zu bitten? Nein, aber ohne guten Tag läuft hier nichts. Guten Tag. Gut, also was führt dich hierher? Das Ding muss vernichtet werden, ich weiß. Den Teil habe ich verstanden. Könntest du das präzisieren? Ich heiße Marla und bin Botanikerin. Ich studiere und züchte Pflanzen in den Sümpfen des schwarzen Schlamms. Aber dort drüben sind die Mücken ein schrecklicher Fluch. Wir haben Elle und Bob, die sich darum kümmern. Und du? Was tust du? Um mich vor den Stichen zu schützen, habe ich eine fleischfressende Pflanze erschaffen, deren Leibspeise Mücken sind. Aber sie wuchs und wuchs. Und jetzt ist sie außer Kontrolle. Oh, es geht um eine Pflanze. Wir kümmern uns zwar um alle möglichen Probleme, aber Gartenarbeit, ich weiß nicht. Es ist etwas komplizierter. Das Ding wurde aus Ablegern meiner seltensten fleischfressenden Pflanzen geschaffen. Ich habe es mit den gefräßigsten Spezies gekreuzt, mit besten Düngemitteln gefüttert und nun ist es ein Monster. Ich glaub's einfach nicht. Spezies kreuzen? Unsinn, das geht nicht. Ihr glaubt mir nicht, ha? Ihr denkt, ich bin verrückt, ha? Da, hier ist der Beweis meiner Fachkenntnisse über Pflanzen. Was ist das? Behaarte Banane? Das ist eine Banakosnuss. Halb Banane, halb Kokosnuss. Marla ist sehr schlau. Glaubt ihr mir jetzt? Ihr seid die Einzigen, die den Dschungel von diesem Monster befreien können, das ich erschaffen habe. Wenn ihr mir helft, werde ich euch köstliche Banassermelonen geben. Oh. Halb Bananen, halb Wassermelonen. Können wir bitte gehen, Maurice? Können wir? Okay, Harry, wir ziehen los. In Ordnung, Marla. Wir kümmern uns um deine Pflanze. Dann folgt mir ins Herz der Sümpfe des schwarzen Schlamms. Aber erstmal werden wir an der Lagune anhalten, um Salz zu besorgen. Wenn wir eine aufdringliche Pflanze loswerden wollen, gibt es nichts Besseres als Salz auf den Wurzeln. Das Wasser hier ist sogar für Meeresfische viel zu salzig. Seht mal her, Harry trägt witzigen Hut, yo! Sehr schick, Harry. Okay, wir haben genug Salz, lasst uns gehen, Freunde. Das war ja nicht gerade um die Ecke. Oh, was ist das denn? Ignis fatuus, wohl bekannter als Irrlicht. Ein von der Zersetzung pflanzlicher Materie verursachtes Phänomen, das Gase freisetzt, die sich an der Luft entzünden. Ich will ja nicht rumnörgeln, aber für mich sieht das hier alles ziemlich idyllisch aus. Das täuscht. Hier ist der Eingang.
Eingang zum Garten. Das Ding ist am Ende des Tunnels. Bananakusnussbäume, Bananakusnüsse, oh, und da, Bananas. Ja. Das ist also das Ding? Oh, es sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Okay, dann an die Arbeit. Je früher wir das Salz auf ihre Wurzeln streuen, desto schneller wird die Pflanze austrocknen und desto früher werden wir diese ekelhaften Sümpfe verlassen können. Hier wimmelt es doch von Bakterien. Wie schade, dass wir sie loswerden müssen. Die rote Farbe ist wunderschön. Du siehst, Marla, kein Problem. Wo ist sie hin? Also keine Verabschiedung? Höflich ist das nicht. Diese Züchtung ist wirklich faszinierend. Zum Glück kann sie sich nicht bewegen. Hey, die Riesenäpfel sehen aber sauer aus. Robin, warte, ich komme. Du hast nichts zu befürchten, Grummel. Ich bin hier. Ups. Oh, hallo, Marla. Was machst du denn hier? Bonsai! Harry, Junior braucht Hilfe! Böser Salat greift kleinen Tiger an! Harry haut Salat ganz doll, aber Salat stört das gar nicht. Salat wird uns noch alle fressen. Dazu wird es auf keinen Fall kommen. Na, Lust auf eine Prise Salz, Freundchen? Na, das ging ja einfach. Maurice? Harry, lauf und finde einen Weg, dieses Ungetüm zu besiegen. Schnell! Harry und kleiner Tiger sind gefangen. Schnell, wir brauchen Plan. Ich weiß, bösen Salat verbrennen. Ach ja. Freunde noch alle in bösem Salat gefangen? Hm, vielleicht verbrennen bösen Salat. Kann man nicht machen. Freunde ja noch alle gefangen in bösem Salat. Hm, das ist es. Harry hat Idee. Verbrennen bösen Salat. So? Hey. So gut? Oder sollen wir bösen Salat verbrennen? Ja. Jedenfalls meinen Glückwunsch, Marla. Deine Pflanze hilft wirklich gegen Mücken. Ja, sie ist sehr gefräßig. Leider werden wir als ihr Abendessen enden, wenn es keine Mücken mehr gibt. Nein, nein, nein. Das wird niemals passieren. Ein Tiger lässt sich doch nicht von einem Riesenapfel fressen. Das ist unvorstellbar. Oh, Grummel, es tut mir wirklich leid, dass wir hier zusammen feststecken. Das braucht es nicht, Frederike. Wir enden nicht als Abendessen. Diese Situation erfordert echte Spezialisten. Wir sind die Dschungelgärtner. Kleiner Tiger, rette Freunde! Gut gemacht, Sohn! Bonsai! Hallo, Maurice? Böser Salat ist dort hinten. Duck dich gleich!
tun. Harry, wie immer recht. Bösen Salat verbrennen. Großer Tigerkrieger, du und deine Freunde haben diesen Dschungel vor einer wirklich schrecklichen Bedrohung gerettet. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Es war sehr dumm von mir, die Natur so zu verändern. Maler nicht dumm. Maler sehr, sehr schlau. Maler erfinden Malakosnuss. Danke sehr, Harry. Komm mit und lass uns Banassa-Melonen pflücken. Lecker, lecker. Die Mücken sind zurück und noch viel schlimmer. Sie haben Verstärkung mitgebracht. Wenn Al und Bob nicht in den nächsten Sekunden hier auftauchen, wünschen wir uns diese Pflanze zurück. Das Essen ist da. Ja! Bob, der Unbesiegbare. Weißt du, Junior, ein Tigerkrieger muss über alle Tiere des Dschungels genauestens Bescheid wissen. Das gilt auch für ihren Speiseplan. Die Ameisen zum Beispiel essen Blätter, Samen, Moos und... Unsinn, Ameisen essen kein Moos, das vertragen sie nicht. In diesen Dingen kenne ich mich aus. Krokodile können keine Mangos essen, sie kriegen davon Ausschlag. Flusspferde dagegen hassen Nüsse, fleischfressende Pflanzen essen kein Bernstein. Ich hab's zuerst gesehen. Nein, ich war's. Oh nein, es geht wieder los. Noch ein Streit. Was? Du hast vielleicht drauf gesessen, aber ich hab's zuerst gesehen. Und überhaupt, vor 5 Sekunden wusstest du nicht mal, dass es ein wertvolles Fossil ist und die Mücke hier schon seit Urzeiten in diesem Harz steckt. Das stimmt nicht. Das wusste ich schon seit Millionen von Jahren. Du kannst sagen, was du willst. Du findest doch nie etwas im Gegensatz zu mir. Ich bin der Entdecker hier. Du bist nur ein Mitläufer. Hä? Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Du kannst dein Fossil behalten. Ich werde keine Sekunde länger hier bleiben. Ciao und auf Nimmerwiedersehen. Macht euch keine Sorgen. Ich kenne ihn. Er ist nur etwas eingeschnappt. Spätestens in 2 Minuten wird er zurück sein. Er ist zu weit gegangen. Er macht mich immer schlecht. Ich werde nie an diesen Teich zurückkehren. Ich hasse Schmeißfliegen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Banzai! Er ist unser Retter. Kniet nieder vor ihm. Unser Retter! Unser Retter! Ich verstehe das nicht. Er ist schon 2 Stunden weg. Das macht er sonst nie. Ich habe den ganzen Teich abgesucht. Keine Spur von Bob. Oh nein, Bob. Es ist meine Schuld. Maurice, wir müssen was unternehmen. Keine Sorge, Al. Wir finden ihn. Los, kommt, Leute. Wir schulden dir Dank, edler Fremder. Schon seit Urzeiten werden wir Koalas von Mückenschwärmen angegriffen, aber du hast uns gerettet. Ja! Du bist unser Retter! Er ist so stark, aber leider so hässlich. Nimm es uns nicht übel, aber in unserem Volk gibt es eine Regel. Lügen ist bei uns nicht erlaubt. Wir sagen immer die Wahrheit. Oh, wow, wirklich? Ja, es stimmt, Retter, du bist hässlich. Aber das macht nichts, weil das, was du heute getan hast, einfach fantastisch war. Ach, nicht der Rede wert. Mücken haben keine Chance, die können mich nicht stechen. Ich bin zu schnell. Oh, unglaublich, was für Kräfte du hast. Wie heißt du eigentlich, edler Fremder? Bob, aber meine Freunde nennen mich Bob. Von nun an bist du für uns nur noch Bob. Bob, der Unbesiegbare. Oh. Du kannst dir wünschen, was immer du willst. Bob! 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 Oh nein, das gibt's doch nicht. Wo kann er nur sein? Ich glaube es nicht. Du hast die Mücke dabei, wegen der ihr euch so gestritten habt? Ich habe es mir überlegt. Wenn wir ihn finden, werde ich sie ihm schenken als mein Friedensangebot. Oh, Fliegen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass es mir hier sehr gut gefallen wird. Hallo, Bob der Unbesiegbare. Deine Füße stinken heute furchtbar, großer Chef. Heiliger Hummer, du hast recht. Danke für deinen Hinweis. Ich werde mir sofort die Füße waschen gehen. Und du bist nicht sauer, dass er dir das gesagt hat? Nein, warum sollte ich sauer sein? Es ist doch wahr. Wo waren wir gerade? Ah, ich bin gekommen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ehrlich gesagt, das Sofa ist etwas hart. Das Hinterteil unseres Retters schmerzt. Schnell, Koalas, wir müssen sofort etwas dagegen tun. Oh!
Das ist das Paradies. Hier eine ausgespuckte Schmeißfliege. Bob ist sicher hier gewesen. Er hasst sie. Seht mal dort, da sind Fußabdrücke. Hallo, Freunde. Bob? Ihr glaubt's vielleicht nicht, aber ich bin der Retter der Koalas. Ihr hättet sehen sollen, wie ich sie von ihrer Mückenplage befreit habe. Nur 3 Zungenschläge und weg waren sie. Oh, ist doch lächerlich. Jede normale Kröte kann das. Du bist seit 30 Sekunden hier und schon machst du mich schlecht. Ich werde niemals zum Teich zurückkehren. Hier ist jetzt mein neues Zuhause. Träger, meine Kutsche! Gut gemacht, bravo, El. Schon wieder ein Streit. Reiß wenigstens du dich zusammen, sonst kommt Bob nie zurück. Rummel hat recht, du wirst dich bei ihm entschuldigen müssen. El, es ist soweit, eine ehrliche Entschuldigung. Tja, ich wollte dir sagen, dass mir der Streit vorhin leid tut. Aber wenn du mir noch mal verzeihst, gebe ich dir das Mückenfossil. Schon okay. Ich habe hier alles, was ich brauche. Abgesehen davon verzeih ich dir und wünsche dir viel Spaß mit der Mücke. Ah, die Vorstellung beginnt. Dies ist die Legende von Bob, dem Unbesiegbaren, der Kröte, die unser Volk vom gefürchteten Mückenfluch befreit hat. Ich bin Bob, der Unbesiegbare. Wow, der sieht so aus wie ich. Ari will auch böse Mücken hauen. Psst, sieh dir einfach das Stück an. Ich bin Bob, der Unbesiegbare. Ich springe und flieg. Mücken haben keine Chance. Mein ist der Sieg. Lang lebe Bob, der Unbesiegbare! Lang lebe Bob, der Unbesiegbare! Genug der Ehre, genug! Oh, fiese Mücke, sie hat mich gestochen. Er ist gestochen worden. Von einer Mücke. Na ja, schon okay. Ich hab sie nicht kommen sehen. Deine Koala-Freunde scheinen verärgert zu sein. Nein, es ist nur Pause. Sie wechseln gerade die Kostüme. Meinst du, wir sollten mal nachsehen? Mhm. Bob, der Unbesiegbare, ist ein Schwindler. Mücken können ihn stechen. Er ist ein Lügner. Oh. Zur Strafe soll er im Bauche des Lügenfressers enden. Ja. Es ist schrecklich, Bob. Sie wollen dich gleich einem Monster zum Fraß vorwerfen. Das ist Blödsinn. Du willst nur meinen Platz einnehmen. Wir sollten jetzt wirklich sofort gehen. Eigentlich seid ihr doch alle neidisch. Ihr könnt es nicht ertragen, dass ich der Retter bin. Bob, du lässt uns keine andere Wahl. Harry, schnapp ihn dir. Was? Warte! Nein, 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 nein! Helft mir! Harry, oh nein, nein! Ihr werdet Bob kein einziges Haar krümmen. Was ist denn passiert? Wo sind wir? Wir sind betäubt worden. Und sie bringen Bob gerade zum Lügenfresser. Maurice, darf Harry böse Koalas hauen? Sicher, Harry, aber zuerst muss ich uns befreien. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Und was passiert hier? Gehört das zur Vorstellung? Oh lala, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, das wird toll. Oh, du großer Lügenfresser. Wir bringen dir einen schrecklichen Lügner. Also tue nur deine Pflicht und verschlinge Bob, den Lügner. Nein, ich habe nicht gelogen. Die Mücke hat mich ausgetrickst. Oh, was ist das für ein Ding? Es ist eine Grosera Gigantus Carnivorus. Eine riesige, fleischfressende Pflanze. Nein! Was ist das? Hilfe! Nein, dieses fleischfressende Ding darf Bob nicht kriegen. Angriff! Nichts wird den Lügenfresser davon abhalten, seine Pflicht zu erfüllen. Schaltet sie aus! Ich lass nicht zu, dass du meinen Bob verschlingst.
Ah, ey, das Fossil! Fleischfressende Pflanzen vertragen kein Harz! Oh. Fang es, Bob! Bob! Ich glaube, euer Mückenfossil hat ihr den Magen verdorben. Danke, El, mein Retter. Wenn der Lügenfresser Bob nicht gefressen hat, dann ist er auch kein Lügner. Genau das wollte ich euch die ganze Zeit erklären. Im Namen meines Volkes bitte ich dich um Entschuldigung. Sag uns, was dich erfreuen würde. Ich würde gern nach Hause zurückkehren, aber sagt Bescheid, wenn euch die Mücken ärgern. Alles Gute. Danke, El. Lass uns nie wieder streiten. Drückt mich, Bob. Harry freut sich, dass Krötenfreunde wieder Freunde sind. Ah, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Oh, ich habe eine Überraschung für dich. Es gehört dir. Oh, danke. Mir steht sowieso besser als dir. Was soll das heißen? Vergiss nicht, ich war der Retter eines ganzen Volkes. Und was für einer. Du hast ein paar Mücken verschluckt, das kann doch jeder. Ich hätte dich mal gern gesehen mit deiner Kaulquappenzunge. Es geht schon wieder los. Eine unmögliche Mission. Bist du sicher, sie finden es gut, zweimal hintereinander dasselbe zu essen? Aber klar, wie du gestern gesehen hast, waren sie ganz begeistert von meiner Lasagne. Sie wollten sogar Nachschlag. Guten Tag. Auch heute haben die Köche wieder ein Ausge... Was ist mit euch los? Ich glaube, das Essen von gestern ist uns nicht gut bekommen. Harry will Bauchschmerzen. Haut. Bauch tut Harry ganz doll weh. Moment, das liegt doch nicht etwa an meiner Lasagne. Da sind nur gute Sachen drin. Ranzige Fliegen, nur 2 oder 3 Monate alt, mit schleimig-schimmeligen Raupen und Larven. Wir nennen sie Traditionale. Maurice, kannst du sie bitten, den Mund zu halten? Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Wir müssen gehen. Wir sind die Dschungelhelden. Ich kann es kaum glauben, aber die Mission muss ohne mich stattfinden. Keine Angst, Bob und ich werden nachsehen. Null Problemo. Okay. Tor auf! Entschuldige, aber die Dschungelhelden sind gerade... Genau hier, direkt vor dir. Ihr zwei seid die Dschungelhelden? Das ist verrückt. Ich dachte, ihr würdet mehr, naja, weniger... Ich weiß, wir sind beeindruckend. Das hören wir oft. Also, mein Freund, was führt dich denn her? Tja, ich bin Ferdinand und neulich haben mir freche Paviane meine Glücksbringerstatue gestohlen. Und seitdem hatte ich nur Pech. Es ist wirklich schrecklich. Keine Sorge, wir finden deine Statue wieder. Hm? Oder, Bob? Er braucht wirklich unsere Hilfe, Bob. Wir müssen da jetzt eingreifen. Wir sind doch die Dschungelhelden, oder? Kann Bob die gemeinen Paviane hauen? Natürlich, Bob. Du kannst sie hauen, so viel du willst. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Also, Ferdinand, wir müssen noch schnell etwas holen. Warte doch bitte hier auf uns und dann können wir gehen. Und? Wer brauchte die Hilfe der Dschungelhelden? Niemand. Es war nur ein Flusspferd, das sich im Dschungel verirrt hatte. Und wir haben ihm dann erklärt, wo es lang gehen muss. Naja, wir machen jetzt einen Spaziergang und ihr könnt euch ja ausruhen. Ja, Banzai! Siehst du, mein Sohn? Ein großer Tigerkrieger muss wirklich ständig auf der Hut sein. Blub. Ferdinand, das ist das 12. Mal, dass du dir wehgetan hast. Wie ich schon sagte, das ist der Beweis, dass das Pech mich verfolgt, seit ich die Statue nicht mehr habe. Erdnüsse? 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 Ich liebe Erdnüsse! Lecker, lecker! Sieh mal, da hast du wirklich Glück gehabt. Erdnüsse sind in dieser Gegend selten. Ich ersticke! Ersticke! Also, war ja nicht gerade um die Ecke. Und iss nicht so viele Erdnüsse. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung reicht mir. Geht. Keine Angst, sobald ich meine Statue wieder habe, wird alles gut werden. Oh, seht mal, da ist sie! Das scheint nicht einfach zu werden. Da ist ein Wächter und der ist nicht gerade klein. Okay, denk nach, denk nach. Ein Nest der Guebula Abrum.
Ich glaube, ich habe die Lösung. Grummel! Oh, ich meine, El, deine Intelligenz wird nur noch von deiner Schönheit übertroffen. Okay, Bob. Also, das reicht jetzt. Pass gut auf, Ferdinand. Jetzt siehst du die Dschungelhelden in Aktion. Gut gemacht, El. Und jetzt die Statue. Na, das war doch ganz einfach. Schick die Statue rauf, ich lasse eine Liane runter. Danke, ihr Nieten. Ich hatte nie Pech, aber ich bin ein guter Schauspieler. Ich versuche schon seit Jahren, diese Statue zu stehlen. Man sieht sich. Bilde ich mir das ein oder wurden wir ausgetrickst? Ja, wo ist die Statue von unserem Gott Patu Batu? Wir waren's nicht, wir wurden ausgetrickst. Vom Erdmännchen Ferdinand, der hat uns angelogen. Lasst uns gehen und wir werden die kostbare Statue schnell wiederfinden, versprochen. Wir sind die Dschungelhelden. Grrr. Die Dschungelhelden? Ich dachte, ihr wärt mehr oder weniger. Und wie wollt ihr uns beweisen, dass ihr nicht einfach weglauft und vor uns flüchtet? Ich begleite sie und glaubt mir, ich werde mit der Statue zurückkommen. Das kann nicht sein. Wir haben überall gesucht. Wo ist der hin? Wo? Ich bin es leid, hier rumzusuchen. Da! Erdnüsse! Wir folgen ihnen einfach und ich bin mir sicher, dass sie uns direkt zu Ferdinand führen werden. Grummelige Maus, so klug. Er kann bald endlich dünne, böse Katze hauen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Das ist das schönste Stück meiner Sammlung. Den, wie er sie geöffnet hat. So, mein Freund, nur keine Sorge, das wird ein Kinderspiel. Naja, das mit dem Kinderspiel war vielleicht doch etwas voreilig. Also, ich habe vielleicht eine Lösung. Wir müssen nur die Geschwindigkeit der Spinnenbewegungen berechnen. Sie wechseln nie die Richtung. Es gibt Momente, in denen der Weg frei ist. 174, 173, L, bist du bereit? 175, los! Banzai! Oh, El, was ist denn jetzt mit dir los? Und ihr Vögel wollt die Dschungelhelden sein? Ach, wenn doch nur Grummel hier wäre. Hm? Er wüsste, was zu tun ist. Grummel? Wer ist dieser Grummel? Ein ehemaliges Mitglied der Dschungelhelden, das jetzt im Ruhestand ist. Bob, schnell, tu etwas! Harry fühlt sich so schlecht. Harry nie wieder essen in seinem ganzen Leben. Nein, Harry, du wirst sehen. Bald fühlst du dich besser. Ehrlich gesagt, bin ich mir da nicht so sicher. Hallo, Leute, ich bin hier, um euch was zu fragen. Ich war mit Elle unterwegs, als wir sahen, wie ein Freund von einem Freund von einer orangefarbenen Spinne gestochen wurde und sich dann wie ein Ballon aufblähte. Weiß einer von euch, was man dagegen tun kann? Euer Freund wurde das Opfer einer Mandrake Bellagorum mit orangefarbenen Rücken. Sie ist nicht gefährlich, doch sie nervt. Es gibt nur ein Gegenmittel. Mangosaft. Danke, Freunde. Sobald wir fertig sind, kommen wir zurück. Siehst du, ich hab dir gesagt, ich komme wieder. Hey, wo ist Elle? Yeah. Vielen Dank, Bob. Lass dich drücken. Pfui, du bist ganz klebrig. Das ist nicht alles. Habt ihr vergessen, dass ihr die Statue zurückholen müsst? Ja, mein Freund, das wissen wir. Also, Bob, es gibt eine Lösung. Wir lenken die Spinnen ab und schicken sie alle in eine Ecke. Aber ich weiß leider noch nicht ganz genau, wie. Es hat geklappt. Ich hoffe, das Wasser ist nicht zu kalt. Ich kann's nicht glauben.
Piranhas, das hat noch gefehlt. Wenn nur Maurice hier wäre, er wüsste, was zu tun ist. Nee, schon okay, Al. Ich mach das. Ich bin's noch mal, Freunde. Ich hab noch eine Frage. Was ist nur los mit dir? Können wir nicht einfach still vor uns hinleiden? Also, der Freund unseres Freunds muss einen Fluss voller Piranhas durchschwimmen, um nach Hause zu kommen. Tja, dann hat der Freund eures Freundes absolut keine Chance. Naja, wenn er nicht durchs Wasser schwimmen kann, dann muss er halt drüber fliegen. Fliegen? Aber wie das denn? Wie willst du das anstellen? Ich weiß wie. Halt dich bereit, es könnte etwas pieksen. Nach rechts, Al. Ein bisschen drehen. Ja, das war sehr gut. Also so habe ich mir unsere Mission eigentlich nicht vorgestellt. Alles okay, Al. Ich hab sie. Meine Statue! Sie stehlen meine Statue! Danke! Auf Wiedersehen! Meine Statue! Also er hat wirklich nur Pech ohne seine Statue. Jetzt kann ich es euch ja sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es schafft. Tja, mein Freund, man nennt uns nicht umsonst Dschungelhelden. Ach, es ist so schön, sich besser zu fühlen, oder, Junior? Harry etwas hungrig. Harry will Banane essen. Gut, dass du Hunger hast, Harry. Die Küchenchefs haben ein neues Rezept für eure empfindlichen Mägen kreiert. Wir haben die schimmeligen Larven ersetzt, und zwar durch getrocknete Kakerlaken. Oh, lecker, lecker, lecker. Der Fanclub. So, da wären wir. Hier ist die Höhle der berühmten Dschungelhelden. Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt ist er endlich gekommen. Yeah. Hallo Freunde, was führt euch hierher? Hallo großer Tigerkrieger, wir sind der Fanclub der Dschungelhelden. Und als eure größten Fans möchten wir euch gerne ein paar Fragen stellen. Oh, dann gibt's keine Mission. Maurice, darf Harry den Affen vom Dschungelhelden-Fanclub hauen? Nein, wir schlagen unsere Fans nicht. Na gut, wenn's euch glücklich macht, stellt uns gern alle Fragen, die ihr habt. Super. Als erstes, habt ihr eure Höhle selbst gebaut? Oh, das sollte Grummel beantworten. Er ist unser Ingenieur. Nun, ich habe unsere Höhle in der Tat mit einigen cleveren Details ausgestattet, wozu auch die beliebte Vulkanklinge gehört. Wie auch immer, ich habe mich stets für technische Perfektion entschieden und nicht für irgendeinen Firlefanz mit simpler Technik. Ja, das ist toll, Grummel. Danke für die klaren Worte. Noch eine Frage? Sagt uns, wie es euch immer gelingt, die Pläne der größten Bösewichte zu durchkreuzen. Wie wir das machen? Ich weiß nicht. Es ist eben unsere Aufgabe, nicht wahr, Junior? Ja, wir bekämpfen Schurken, die den Dschungel bedrohen. Erinnert ihr euch an diesen verrückten Otter Melina? Ich erinnere mich sehr gut an sie. Melina dachte, sie wäre die Herrscherin des Dschungels. Du kennst mich vielleicht nicht, noch nicht. Aber du sollst wissen, dass ich in wenigen Stunden die Herrschaft über den Dschungel an mich reißen und jeden, der sich mir nicht unterwirft, mit meiner Geheimwaffe erledige. Sie hatte eine mächtige Laserkanone gebaut und wollte jeden brutzeln, der Widerstand leistete. Maurice schlicht sich in ihr Lager. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Ich gebe dir eine Chance, dich zu ergeben. Aber Melinas Krebsarmee nahm ihn gefangen. Also kamen Harry und ich, um zu helfen. Wir müssen irgendwie den Rubin holen. Okay. Zum Glück gelang es mir, Melinas fiese Vernichtungswaffe ein für alle Mal lahmzulegen. Nein! Ein Kinderspiel? Ja, wir hatten es schon mit vielen verrückten Schurken zu tun, aber die lachenden Hyänen waren sicher die sonderbarsten. Sie wollten uns loswerden, um wieder die Dschungeltiere in Not auslachen zu können. Euch loswerden? Aber wie denn? Die Hyänen locken uns in eine Falle, indem sie uns baten, einen monströsen Drachen zu bekämpfen. Ihr sagt also, dass der Monsterdrache, der euch bedroht, einen langen lila Schwanz und grüne Schuppen hat.
Ja, und er ist 10 Meter groß. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Mich legt man nicht so leicht rein, wisst ihr? Tigerinstinkt. Ob er 2 Beine hat oder 10, wir werden euer Monster in die Flucht schlagen. Wie auch immer, die Hyänen haben uns gefangen. Was hat das zu bedeuten, habe ich sie gefragt. Hey, was hat das zu bedeuten? Dann wurde Harry mit Hilfe einer besonderen Blume in Tiefschlaf versetzt. Und danach wollten sie uns den Krokodilen vorwerfen. Daraus wurde nichts, weil Junior und ich die Krokos platt machten. Und gerade als die Hyänen am wenigsten damit rechneten... Das ist das Tigerbrüllen. Wow, ihr seid so stark. Oh ja, aber wir benutzen auch unseren Verstand. Man braucht mehr als nur Kraft. Zum Beispiel bei dieser Sache mit den kleinen Hamstern, die das Dorf der Otter zerstörten. Oh, die waren einfach so süß. Hey, deine Idee, die Otter zu beklauen, war toll. Dafür könnte ich dich glatt küssen. Hm? Du spinnst doch wohl. Küssen? Oh. Das war ein Witz. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Wie? Küssen? Hey, du Murmeltier. Aufwachen. So kann es einfach nicht weitergehen. Kommt mit, Leute. Wir kümmern uns darum. Jedenfalls hatten wir diesen reizenden Ottern versprochen, eine friedliche Lösung zu finden. Ja, wir wollen euch in den Arm nehmen. Ja. Und kräftig drücken. Lass uns los. Mir wird schlecht. Macht euch gefasst auf den Kuss des großen Tigerkriegers. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Wir knuddelten und küssten sie einfach so lange, bis sie davon rannten. Ich ertrage das nicht mehr. Es ist grauenhaft. Igitt, diese armen, bedauernswerten Hamster. Harry unglücklich. Harry durfte pelzige Viecher gar nicht hauen. Oh, und kleiner Lord mit Riesenstatuen. Meinst du, Wladimir, das eitle Opossum? Er zwang die Termiten, riesige Statuen nach seinem Abbild zu bauen. Selbst wenn das bedeutet hätte, den ganzen Dschungel zu zerstören. Wir mussten Wladimir aufhalten und seinen größenwahnsinnigen Plan stoppen. Ihr Narren, wagt es, Wladimir, den Riesigen herauszufordern? Ihr solltet wissen, ich habe die Termitenkönigin in meiner Gewalt. Dank ihr sind meine Kräfte grenzenlos. Umzingelt sie alle! Und diesen! Drängt sie zurück! Wie alle nachtaktiven Tiere verträgt Wladimir kein helles Licht. Jetzt bist du dran, Sohn! Wir blendeten ihn mit Flederikis Ohrring, befreiten die Termitenkönigin und wären fast in heißer Lava gelandet. Allerdings, Maurice, als dein Freund geht man jeden Tag das Risiko ein, gegrillt, getoastet und frittiert zu werden. Tja, Gefahr ist das tägliche Brot der Dschungelhelden. Der echten Helden zumindest. Wir hatten nämlich auch schon Probleme mit einem äußerst gemeinen Schwindler. Captain Karate. Er behauptete, er wäre ein Held, um das Vertrauen der Dschungeltiere zu gewinnen. Captain Karate will auf unsere Nahrungsvorräte aufpassen. Da haben wir sie ihm gegeben. Gute Idee, das machen wir auch. Kaum taucht dieser Möchtegern-Held auf, schon vergesst ihr die Dschungelhelden. Mit seinen Komplizen, dem großen Furax, stahl er das ganze Essen der Kiwis und der Biber. Ich glaub, ihr seid reingelegt worden. Maurice hatte versprochen, dass die Dschungelhelden sich nicht einmischen. Also verkleideten wir uns, um die Betrüger aufzuhalten. Captain Karate, großer Furax, ihr seid Betrüger. Draufhauen, draufhauen, drauf. Wir sind einer ganzen Reihe von Schurken begegnet, aber von denen hatte doch keiner eine Chance. Wir sind die Dschungelhelden. Wir sind hier, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Mit Juniors und meinen Tigerinstinkten werden wir auch künftig alle bösen Pläne durchkreuzen. Stimmt's, Sohn? Nun, Freunde, ich denke, es wird höchste Zeit, unseren lieben Dschungelhelden die Überraschung zu verraten, die wir ihnen mitgebracht haben. Eine Überraschung? Das ist ja toll. Ich liebe Überraschungen. Ihr habt gedacht, ihr seid uns los, hm? Aber wir sind zurück und wir werden eurer Karriere als Dschungelhelden ein Ende bereiten.
so, großer Tigerkrieger. Du hast uns nicht durchschaut, oder? Nicht wirklich. Ich bin ja auch etwas kurzsichtig. Und ihr werdet für alles büßen, was ihr uns angetan habt. Wir sind euer schlimmster Albtraum und wir stehen hier alle vereint gegen euch. Alle für einen und keiner für euch. Tut mir leid, wenn ich euch enttäusche, aber ihr seid nicht die schlimmsten Gegner, denen wir je begegnet sind. Oh nein, ganz und gar nicht. Der schrecklichste unserer Gegner war ganz winzig, klitzeklein, aber wirklich gruselig. Oh ja, das war das winzig kleine, große böse Jucken. Was meint ihr mit das große böse Jucken? Es war eine Vollmondnacht. Ein paar Erdmännchen baten uns, ihnen zu helfen, da ein furchtbarer Fluch ihr Dorf befallen hatte. Alle Mitglieder ihres Stamms wurden einer nach dem anderen von einer unbekannten Krankheit angesteckt, von etwas, das sie verrückt machte. Das große, böse Jucken. Junior und Grummel fanden schließlich heraus, was hinter dem vermeintlichen Fluch steckte. Es waren Läuse. Wir entdeckten ein Gegenmittel, mit dem sich die lästigen Viecher in die Flucht schlagen ließen. Es war Guavensaft. Bonsai! Moment mal, ist das euer Ernst? Wollt ihr damit sagen, eure größten Feinde sind winzig kleine Läuse? Ganz unmöglich. Der größte Feind der Dschungelhelden muss der allerlistigste, der attraktivste und auch der mächtigste sein. Es ist Wladimir! Du Narr, wie kannst du es wagen, vor Melina, der Herrscherin des Dschungels, so einen Unsinn zu reden? Ich hab den großen Tigerkrieger gefangen und er war meinem Laserstrahl hilflos ausgeliefert. Oh ja, gut gemacht, eure Hoheit. Aber euer Laserstrahl war wohl eher ein mickriges Strählchen, da es dem Tigerkrieger ganz gut geht. Ach ja, warum geht ihr nicht zurück auf eure Felder und esst Körner? Oder ich könnte euch einen Kuss geben. Ihr seid bloß ein Haufen Anfänger. Macht Platz für Captain Karate! Hey Hansi, sieh mich an! Ich bin Captain Stinknase! Und ich bin Wladimir Superstar! Ich zerstöre den Dschungel! Hansi, er ist verrückt! Yes! Ja! Ah! Oh, nein, 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 das war ich nicht! Nimm dies und das! Kann Harry Bösewichte aufhauen? Nicht nötig, Harry, das schaffen die ganz ohne uns. Das ist der Unterschied zwischen uns und denen. Wir sind ein Team, aber die werden nie zusammenhalten. Kommt, Freunde, gehen wir. Der Lügendetektor. So geht's. Hebt den linken Arm und richtet dann euren Hals gen Himmel aus. Macht eine halbe Drehung. Friederike! Verzeihung, Grummel, ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten. Jetzt entspann dich doch endlich mal, Grummel. Ich kann mich aber nicht entspannen. Ich brauche Platz, ganz viel Platz. Sonst werde ich wahnsinnig nervös. Wir beenden unsere Entspannungsübungen, Leute. Die Pflicht ruft wieder mal. Dschungelhelden, auf zur Rettung! Viel Erfolg! Tor auf! So, Freunde, was führt euch hierher? Was ist denn los? Der große Toni hat's auf uns abgesehen. Er ist sehr wütend. Er stellt den ganzen Dschungel auf den Kopf. Er sucht jemanden, aber wir wissen nicht wen. Besitzt uns, wir flehen euch an. Macht euch keine Sorgen. Ihr seid am sichersten Ort im Dschungel.
Wer ist dieser große Toni? Naja, ich habe diesen netten Cousin. Wir nennen ihn Großer Michael, um sein Selbstbewusstsein zu stärken, weil er eigentlich recht winzig ist. Er kann es aber nicht sein. Er heißt Michael. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wer der große Toni ist. Da müssen Sie sein! Da rennt Toni und seine Bande! Sie werden uns wecken! Na, ich glaube, gleich wissen wir mehr. Keine Panik, wir plaudern mit dem großen Toni. Oh. Oh. Du musst der große Toni sein. Oh, und du hast auch deine Freunde mitgebracht. Was führt euch hierher? Wir sind nur hergekommen, um jemanden zu holen, der sich hier versteckt. Also lasst uns ihn mitnehmen und wir sind weg, okay? Und was genau hat dieser jemand getan? Er oder sie hat unser Revier betreten, unsere Früchte gegessen und das verbietet unser Gesetz. Er muss bestraft werden. Er muss bestraft werden, er muss bestraft werden, er muss bestraft werden. Er hat seinen Geruch überall hinterlassen. Wir haben die Spur durch den Dschungel verfolgt. Ich kann ihn riechen. Hey, nicht so unhöflich. Hier müffelt niemand. Oh! Ari, nicht gebadet. Ihr seid die Dschungelhelden. Ihr solltet uns eigentlich helfen. Wir sind hier die Opfer. Also, worauf wartet ihr noch? Wenn ihr uns den Dieb nicht gleich ausliefert, werden wir eure Höhle zerstören. Jetzt komm erst mal runter. Wir werden jeden hier gründlich befragen und dann werden wir euch sagen, was wir tun. Okay, wir werden warten, bis die Sonne auf der anderen Seite des Vulkans ist. Kapiert? Dann ist das Spiel aus. Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Lass mich eins klarstellen. Wen immer der große Toni bestrafen will, er ist hier. Hört bitte her. Wir brauchen die Wahrheit. Wir wollen wissen, wer Tonis Essen gegessen hat. Ich bin sicher, Viva. Nehmt ihr euch nur an. Ich? Das ist Unsinn. Was ist mit dem Nilpferd? Jeder weiß, dass es neidisch auf die Nashörner ist, weil sie Hörner haben. Entschuldigung. Wenigstens verkrieche ich mich nicht bei jedem Problem wie ein Feigling in meinem Panzer. Hört mir zu. Er ist es. Jeder weiß, wie gierig er ist. Er war's. Was soll das denn jetzt? Na, das müssen wir anders lösen. Verzeihung. Vorsicht. Nicht drängeln. Ich lebe auch hier, wisst ihr? Dieses Gerät ist ein Lügendetektor. Wir werden ihn an Harry testen, der uns gleich eine Wahrheit und eine Lüge sagen wird. Und jetzt musst du der Holzkiste deinen Namen nennen. Harry, genannt Harry. Danke, Harry. Und jetzt sag was, was nicht wahr ist. Sag, Harry mag keine Bananen. Harry mag keine Bananen? Fertig. Die Sonne geht bald unter. Die Zeit ist um. Einen Moment, wir sind fast so weit. Der große Toni nervt etwas, oder? Ich bin unschuldig. Ich bin kein Dieb. Ich hab euch gesagt, ich war's nicht. Der Nächste. Ich hab euch gesagt, ich war's nicht. Der Nächste. Nein, ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Der Nächste. Was? Natürlich bin ich es nicht. Fragt ihn. Der Nächste. Ich bin auch unschuldig. Der Nächste. Sieh mich nicht so. Der Nächste. Ich habe nichts getan. Ich würde doch niemanden bestehlen wollen. Wie konntest du nur? Ja, ich hab's getan. Ich hab sie genommen. Ich suchte etwas zu essen. Ich wusste doch nicht, dass die Früchte den Nashörnern gehören. Was meinst du damit? Alles gehört den Nashörnern. So lautet das Gesetz. Was meinst du denn mit alles? Toni hat meine Familie verjagt, damit er sich unsere Obstbäume nehmen konnte. Wann immer ihm etwas gefällt, schnappt er sich's. Unfassbar. Das Nashorn soll noch mal einen auf unschuldig machen. Warum habt ihr uns nicht gerufen? Wir hätten geholfen. Die Kleine hat nichts Falsches getan. Der große Toni ist bloß ein Rabauke. Junior, wir sollten diesen Nashörnern Benehmen beibringen. Wo ist der Dieb? Ich hab euch mehr als genug Zeit gegeben. Entspann dich, wir haben gehört, was für ein mieses Spiel ihr treibt und wie ihr die armen Dschungeltiere drangsaliert. Hört auf, sie einzuschüchtern und wir drücken noch mal ein Auge zu, okay? Sie lachen, ein gutes Zeichen. Da ihr euch weigert, uns zu helfen, zerstören wir nun eure Höhle und machen alles kaputt, was sich darin befindet. Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt. Zeit, unsere neue Technik auszuprobieren. Die Blendungsüberraschung. Kaputt machen! 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 Na, habt ihr eure
Lektion gelernt? Oh, die sind zäh. Schnell, gehen wir wieder rein. Entdeckung! Nun, Freunde, es wird nicht leicht. Keine Panik, das Tor ist stabil. Macht euch keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Du musst überzeugender sein, Friederike, wirklich. Ich will nur meine Ruhe haben. Dieser Zermattel ist ihre Schuld. Liefert sie aus. Ich mach euch alle platt. Ihr könnt mich nicht aufhalten, denn ich habe vor nichts Angst. Es scheint, dass Toni doch vor etwas Angst hat. Interessant. Okay, großer Toni, wir ergeben uns. Dann bist du also der Dieb. Ja. Wir zeigen dir, was man davon hat. Und das soll allen eine Lehre sein. Es ist also wahr, dass du vor nichts Angst hast? Vor absolut nicht. Nicht mal vor Spinnen, vor Feuer, vor dem Schwarm wütender Piranhas? Nein, und jetzt beeilt euch. Gebt uns die Springmaus, sonst werden wir euch alle bestrafen müssen. Man trifft nicht auf jemanden, der vor nichts Angst hat. Deshalb würden wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Was versuchst du da gerade? Willst du Zeit schinden? Meine Zeit ist sehr kostbar und ich will nicht die Nacht hier verbringen. Wir warten, bis die Sonne auf der anderen Seite des Vulkans ist. Die Sonne wird bald untergehen. Aber die Nacht ist doch so schön. Die Sterne, der Mond, wenn es dunkel wird und man nichts sieht. Außer natürlich, wenn man sowas nicht mag, denn das würde erklären, warum du es so eilig hast. Du siehst ständig zum Himmel. Du hast Angst vor der Dunkelheit. Was? Unsinn. Was hat er gesagt, Chef? Er hat nichts gesagt. Psst. Ich hab vor nichts Angst, besonders nicht vor Dunkelheit. Das sieht unser Lügendetektor anscheinend anders. Und du scheinst nicht gern darüber zu sprechen. Ist das etwa geheim? Worum geht's hier? Was ist hier geheim? Was ist da los? Es ist doch nichts dabei, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warum sprichst du nicht mit deinen Freunden darüber? Dir stört das sicher nicht. Hey, schst, hör auf. Sei still. Worüber reden die mit dir, Chef? Wartet doch mal kurz. Kein Grund, sich über ihn lustig zu machen. Wenn es dunkel wird, wird unser Freund Toni nur sehr... Geht zurück zum Camp, hier gibt es nichts mehr zu tun. Aber mach, Chef, was ich sage. Ich schaff das auch allein. Ich hab nur noch eine Sache zu erledigen. Den Dieb zu bestrafen. Ja! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Ich kümmere mich um die kleine Maurice. Du und deine verfluchte Maschine. Ich werde dich zerquetschen. Oh, ich liebe es, wenn richtig viel los ist. Ich bin immer gut gelaunt und ich mag es auch, angenießt zu werden. Du bist mein Sohn. Gut gemacht, Junior. Du hast deinen Meister gefunden, Toni. Legt euch nicht mit uns an und lasst die Tiere in Ruhe, sonst kriegt ihr es wieder mit uns zu tun. Ich komme ganz bestimmt zurück. Das bezweifle ich stark. Oh nein, jetzt ist es dunkel. So furchtbar dunkel. Mami. Ihr seid frei, Freunde. Ihr könnt jetzt sicher nach Hause gehen. Kommt schon, streckt die Beine und atmet. Diese Kiste ist nicht sehr praktisch. Ich stoße mich ständig dran. Sie dient einem Zweck. Ich brauche Platz. Du weißt, ich mache das nicht absichtlich, Grummel.